Hallo, herzlich willkommen beim Rauch-Eistee-Stream. Heute mit dabei... Matkips. Leider hat's auch wieder der hier durch den Skaterpark geschafft. Wir spielen heute ein neues Spiel. Das stell ich auch mal kurz vor. Der Anja. Danke. Wir spielen heute ein neues Spiel. Es heißt Mega Man 11. Audio, Sprache... TV, wo kannst du das Radio noch rausgeben, außer am TV? Das will ich da Leon nicht sagen. Ja, zeig her, ich will das wissen. Also urschwach. Zeig, ich will sehen. Was ist daran so interessant? Da, aus dem Lautsprecher. Das ist doch obvious, seid ihr dumm. Wohin? Aus dem Lautsprecher. Ich würde sagen Langzeit. Ich nehme an, schon dadurch, dass wenn du auf neues Spiel tust, ist der Cursor auf Langzeit-Fan. Ich nehme an, dass das quasi so normal ist und das ist easy, very easy und hart. Deswegen machen wir das, weil es ist ja quasi der normale Modus. Ich denke, Mr. Torchman, bitte gehen Sie weg. Dann gehen. Dann geh jetzt. Ah, eine Erdbeere. Dr. Light sagt, dass wir das Roll das Auto schnell zu mir. Das haben sie ja urgeklaut. Das war das erste Promo-Bild von Mighty No. 9, genau dieser Screen. Wirklich, das ist kein Witz. Und jetzt ist das einfach hier in Mega Man 11. Weil Capcom hat sich gedacht, was ihr nicht könnt, das können wir auch. Wahrscheinlich können wir das Speedgear, dann bin ich langsamer. Ich habe mir jetzt die gesamte zweite Staffel von Kevin and the Crystal Boys angeschaut. Ich muss sagen, ich finde die Serie cool. Dann gibt es eine Szene, die fand ich ein bisschen kontrovers. Zwei Crystal Boys küssen sich, aber auf dem Hals. Und das ist eigentlich, laut deutschem Strafgesetzbuch in Kinderserien verboten worden. 1966. Das ist ein Fake, dass ich eine Lüge erzähle. Hier ist es ja richtig schlecht, muss ich euch jetzt mal sagen. Silvester! Ich hab dich gerufen. Ja. so viele Freeze-Checks, die du heute verteilst. Ja, sind doch so gute Witze heute wieder dabei. Ja! Ich habe einen PlayStation-Pokal. Ja, seit wann kündigen sich die selber an? Und die sind doch schnell! Die sind doch eigentlich langsam. Das haben sie ja kündigen. Das ist eine Mega Man-Parodie, dieses Spiel. Das ist aber ein Bosskampf, glaube ich, in dem Raum. Ja. Ja, siehst du. Sind die Macher dumm? Das ist ja zu schwierig, das Spiel. Schau, das ist ein Hotspot. Ja, weil das Spiel neu ist. Achso, weil das Spiel neu ist, ist es schwierig. Nein, neu für dich. Dann spiele ich es erst in ein paar Monaten, vielleicht ist es dann leichter. Okay, was kann man noch sagen zur Zensur in Steven Universe? In der UK-Version wurde da tatsächlich was zensiert. Ja, wo sie sich küssen? Redet niemand. Wo sie sich küssen mit der Szene? Aber ja, aber da war der Rosquarz involviert. Der Rosquarz? Die Rosquarz, habe ich gesagt. Ich dachte, die sind nicht männlich oder weiblich, die können sich verändern, wie sie wollen. Ja, aber sind wir ehrlich, die sind schon weiblich. Der war's. Nein. Okay. Achso, ja, in irgendeiner Version. In irgendeiner. Das ist so random. Rubin hat dann. Ist er männlich in irgendeiner Version? Und dann heiraten sie, Rubin und Sophia. Aber Rubin trägt das Kleid, weil es sind eh beides Mädchen, also ist es wurscht. Das können ja auch beide das Kleid tragen. Das gilt nicht. Was? Das ist Lapis Lazuli. Nicht Lapis Lazuli! Das sieht für mich aber so aus. Ja, für mich auch. Anderes Thema. Was macht Sulfura in 2019? Jetzt hat sie ein neues Journal erstellt vor 12 Minuten. Ja! Das müssen wir sehen. Das ist extremst lang. Die letzten 10 Jahre haben folgentechnisch 90% aller älteren Serien nur Käsefolgen und Obligationsinhalte drin. Was ebenso wünschenswert wäre, wenn im neuen Spiel Pokémon 8 es endlich möglich wäre, das Pokémon an Alternate. Oha, das ist auch arg. Das Pokémon Alternate Hautfarben durch Spitznamen kriegen. Was? Wie? Es sitzen doch sonst immer 100 bis 1000 Leute am Spiel entwickeln. Aber wie es aussieht, sind es nur 3. Die werden sie. Der Rasch! Wenn sie das dumme Nickelodeon verteidigen gegen das ebenso unnötig giftverseuchte Cartoon Network. Wer lieber in den Kindergarten will, statt zur Arbeit, muss nur Nickelodeon sehen.
Das ist schon gut, das müsst ihr zugeben. Muss nur Nickelodeon Serien Kommentare lesen. Wertung: giftiger als das Gift einer Feuerqualle. Sprich tödlich. Nur Mario 3 war das letzte gute Spiel und ähnliche sind häufige Aussagen. Mario 3 war das letzte gute? Ja, das... Boah, das war früh, haben es aufgehört, gut zu sein, die Mario-Spiele. Die wenigen normalen Fans hier ignorieren DeviantArt, Twitter, anderes gänzlich. Wertung? Äußerst giftig. So, oh, nun kommt... Okay. Ist okay. Der ruft nach dir, außer die Gattin. Natur. Ja, eine Gattin. Ja. Was will sie? Geld, sicher wieder Geld. Andra, ich brauche Geld. Nein, so ist es gar nicht. Dass du sie offendet, wenn ich solche Jokes mache? Nein. Okay. Viele glauben, nur ihre Musik ist das Nonplusultra, aber statistisch gesehen ist das ist für das Gehör Funk am besten. Was? Was bitte Gehörfunk? Ja. Ich dachte, Funk ist ein YouTube-Kanal. Das habe ich jetzt auch gedacht. Achso, nein, ich hab's eh als die Musikgenre Funk interpretiert, aber ich finde es deswegen echt lustig, weil sie jetzt diese eine Genre ist, was das aber statistisch gesehen. Ja, weil ich finde das irgendwie so ein Letdown ein bisschen, weil sie disst, ich dachte, sie disst so alles, so. Da ist nicht sicher und dann, wenn man sieht, es gibt doch Sachen, die sie mag und das finde ich dann irgendwie enttäuschend und irgendwie auch extrem witzig. Eigentlich ist Naruto. Okay, ich weiß nicht. Nur der billige Versuch, einen Zweitableger zu One Piece zu kriegen. Ihr könnt das Gegenteil nicht beweisen. Sie kann das auch nicht beweisen. DBS ist Mist. Und nur die Cell-Saga war geil. Nur die Cell-Saga? Das ist aber auch interessant, wieso? Wer sagt das nur die Cell-Saga? Ich weiß nicht. Ich will das eigentlich im Computer schreiben. Jetzt bist du Peridot. Ich bin Peridot, wirklich! Ja, Ja! Ja! Porsche Cayman S, Jungs! Das Spiel ist viel zu einfach für dich, du hättest doch auf Superhelden spielen. Urschwer! Sag nicht das einfach, das ist das schwerste Megaman, was ich je gespielt habe. Bist du wahnsinnig! Kein Witzspiel, das für Babys geplant ist und für krude Nerds gedacht ist wie Conquest. Okay. Ja. Du darfst nur einmal abschließen. Ah, da kann ich eh durch. Schau. Ah, da ja, das ist ja schwer! Was halten die Nintendo-Fans? Jüngere Fans. Juhu! Ja, ich muss nach Hause.